sondern der Stefan Graus-Gruber, seines Zeichen Tenorist und ein guter Freund von uns, sitzt da ganz hinten und her, wenn ich glaube, wer nicht aufpasst. Servus Grausi. Servus. Und ich darf durchsagen, weil wir jetzt gerade eine unserer wenigen Egerländer-Nummern im Programm spielen, sehr zu meinem Leidwesen. Und zwar, die Polka heißt Hua Hu und ich darf verkünden, dass am 3. November die Egerländer Blasmusik Neue Siedl am See, unter anderem der Stefan Graus-Gruber, auch Mitglied dabei, im Stadtsaal in Wissenbach Konzertant aufspielen wird. Tanzfläche, glaube ich, gibt es da nicht, soweit ich weiß, aber zuhören kann man alle mal. Viel Spaß bei Hua Hu.
Wir sind zwar kein Fundbüro, aber wir haben trotzdem was gefunden. Nämlich eine neue Runde Achtung, von wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Also danke dem Edel später, wer es auch immer war. Danke für die Runde Wein. Und weiter geht's mit der schönen Satzka-Polka von Andrei Svacek. Korrigiere Karel Watzek. Thank you.
Nachdem ja schon viele hoffentlich die gute Küche genossen haben da beim Oktoberfest des SCU Wolfsburg, wo wir jetzt mal einen Slow Food so ein bisschen lang essen. Nur bitte nicht einschlafen, weil die Sitzreihen haben keine Lehnen, für die das noch nicht bemerkt haben, nicht, dass mir runterfällt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wir spielen trotzdem einen Slow Food, die zwei Tulpen da haben ein Solo für Tenor und Flügelhorn. Oder es gibt es auch für Flügel und Tenor. Viel Spaß!
Peter de Breiter war ein sehr bekannter südmährischer Komponist. Der Großvater von Lukas Breiter, der mit Kumpan und Co. unterwegs am Tenor hat, eine Polka geschrieben, die zu meinen Lieblingsstücken gehört, und zwar die Pschetzlawanka-Polka. Pschetzlaw kennt man ja davor, der Zug nach, ich glaube vom Hockenskee oder so. Deswegen für euch heute die Pschetzlawanka-Polka von Metode Breika. Thank you.
Glaube ist aufgetragen worden. Mittlerweile sagt man schon, was ich sagen soll, nämlich der Roman Stoff lässt ausrichten einen jungen Wein für die alten Musikanten. Danke Roman für die Runde. Da eine gute Bordelle Wein, Donauwettliner. Dankeschön. Und begrüßen, bevor wir dann in eine kurze Pause gehen, möchte ich auch noch den Josef Racke samt seiner Frau, dieser extra aus Deutschland angereist. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein Stück daher noch was rum. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Jetzt gibt es noch ein Stück, speziell für einen Freund und Gönner, nämlich den Johann Müller. Müller, Müller, servus Hans, habe die Ehre. Johann, wo warst du gestern Nacht?